So, und da sind wir dann auch wieder zurück. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir eine Schnellreise letztes Mal zum Ende hin gemacht. Um hier zu gucken, ja, da geht was genau. Mit einem Upgrade, was wir so machen können. Und natürlich so ein bisschen rumzugucken, Waffen kaufen, verkaufen, dealen. Leute von zur Seite ziehen, Leute verkaufen, Menschen kaufen. Alles so diese tollen Dinge, die man überall macht und die niemand unterbindet. Ja, klasse, ne? Und das alles machen wir dann mit WhatsApp. Und nein, das ist keine Spinnerei, sondern es wird wirklich über WhatsApp gemacht, solche Sachen. Gerade Menschenhandel, ist echt krass. Habe ich die Tage im Bericht dazu gelesen. War ziemlich schockierend und vor allen Dingen dann so diese Aussage, ja, und dadurch, dass es halt eine Verschlüsselung dort gibt, kann man halt auch von Seiten von WhatsApp nichts machen. Ganz ehrlich, dann öffnet eure verkackte Leitung und lasst einen Filter drüber laufen, der dann halt alles dementsprechend macht und oder streicht komplette Regionen. Warum ist es in dieser Region verfügbar? Warum sind Smartphones da verfügbar? In diesen Regionen. Warum wird dann nicht einfach gesagt, okay, dann wird halt der komplette arabischstämmige Raum wird dann halt abgeschaltet. Kein Android-System funktioniert mehr, beziehungsweise Smartphones, die ganzen Netze werden lahmgelegt. Es gibt keine GPS-Unterstützung für diese Bereiche. Gar nichts. Man schaltet die Handynetze dort einfach komplett ab. Was wollen die denn dann machen? Also, aber anstatt, dass man das macht, nee, ja, da lässt man das dann anders so. Ich verstehe das nicht. Das Erste, was man doch eigentlich weiß bei der Kriegsführung, ist die Kommunikationssysteme lahmlegen. Das ist doch mal was. Aber naja. Eine Wasseraufbereitungsstation. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Richtig. Aber ja, das ist nur so ein halbherzig geführter Krieg gegen diese Leute. Und da es nicht die eigenen betrifft, das eigene Volk, ist es denen ja dann sowieso allen vollkommen egal. Und das regt einen so ein bisschen, ganz kleines bisschen auf. Sehen Sie sich die Schätzchen an? Und genauso oberflächlich ist auch dieser Krieg hier. Hey, sehen Sie sich die Ware an. So, habe ich denn überhaupt? Ich muss mal gucken, ob ich meine Sachen kontrolliert habe. Fähigkeiten habe ich eine neue. Nachher das mit dem Geschütz. Hey, wonach suchen Sie? Achso, halt. Hier Vorteile. Ich muss das mal ganz kurz. So. Achso, halt, habe ich die Talente eingegeben. Ja, ich habe schon zwei vergeben. Okay. Die Talente, muss ich sagen, finde ich sowieso mega überflüssig, aber naja, irgendwofür müssen sie ja wohl gut sein. Hier haben wir drei Stück. Schlechter. Ja, wobei das hat irgendein. Suche Minenexplosionsradius. Genauso wie da. Aber keine Tötungs-EP. Ah, schlecht. Schlecht, ganz schlechter Bullshit hier. Was ist aber da für Müll? Das allerdings gefällt mir. Allerdings auch wieder keine extra EP. Also gefällt's mir nicht. Wieder Schrott. So. Ja, okay, das könnte eventuell gut sein. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Das heißt, das werden wir erstmal reinnehmen, weil es ist an sich eigentlich. Gut, der Schaden ist jetzt minimal geringer, aber ja gut, 1500 mehr und eine deutlich bessere Rüstung, das erkenne ich als sinnvoll an. Das heißt, das rüsten wir aus und dann gucken wir es mal hier. Ha, siehst du, das ist sogar noch besser. Sucherminenschaden, das ist sogar besser als das Erste-Hilfe-Dings. Super, sehr geil. Das heißt, wir haben insgesamt unseren Schaden maximiert und Rüstung und alles. Da muss man halt mal schnell nachgucken, ne? Ja, so, das ist egal. Gut, dann rede mal mit mir. Erstmal muss ich verkaufen. So, alles weg. Weg damit. Ich verkaufe einfach. Alles Mist. Gut, ein, zwei Sachen waren besser, aber ach. Wen interessiert das? Die sind nur von den Sachen her besser. Und ich will auch die Knete. So, es geht irgendwie zu langsam, finde ich. Ja. Definitiv zu langsam. Integrierte Elektronik-Mod. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Aha. Passt in. Okay. Na, muss ich vielleicht nochmal gucken. Aber wir gucken jetzt erstmal hier mit den
Waffen. Was haben wir denn da Schönes? Ich würde mal sagen, die ist deutlich schlechter, aber richtig, richtig. Wobei, näher. Schaden da 500 besser. SPM, natürlich Schaden pro Minute. Pff, lachhaft, ey. Wird um 28% erhöht. Aha. Hört sich auch nicht schlecht, ne? 28% erhöht. Das ist natürlich echt nicht schlecht, die Stabilität. Reichweite ist bei dem anderen auch mega gering. Natürlich kritische Treffer, Schaden anziehen außerhalb der Deckung. Ja, das ist deshalb, also dieses Ding ist echt schon mega gut, was wir da haben. Ja, es ist jetzt echt so. So die Sache, wenn wir das Ding jetzt hier noch aufbessern, diese Augpaare, ob die dann wirklich so viel schlechter ist. Ja, aktuell wäre es jetzt nur da so ein bisschen. Wisst ihr was, wir gucken erstmal, was es bei den Klamotten gibt. Ja, ist schon okay, schon okay. Nein, bin ich nicht. Auch nicht beim Popeln und nicht auf Erdöl gestoßen oder sowas. So, Blind-Taub-Widerstand, irgendwie langweilig. Das ist es, ne? Es ist eigentlich nicht schlecht, weil, guck mal, Zähigkeit und sowas ist schon echt ganz geil, aber... Als wenn ich diese doofen Eigenschaften hätte. Na, ist auch doof. Mhm. 20 extra Tötungs-EP. Ist gar nicht mal so ungut, aber nichts Vernünftiges. Das heißt, ich werde jetzt mal das mit der Augpara machen. Wir werden die mal buyen oder kaufen oder was auch immer. Und dann werden wir gleich gucken, was denn da so Interessantes dran gibt, ne? Genau. So, das ist die neue. Wir sehen 11681, das merken wir uns jetzt einfach mal. So. Beziehungsweise gucken wir, haben. Ja, wir gucken gleich mal. Also insgesamt ist es jetzt schon besser, ne? Und die Augpara, naja, hat ja auch schon was. So, mal schauen. Es ändert nichts. 14 anfängliche Stabilität, Verminderung, Bedrohung, das. Horizontale Stabilität. Nehme ich lieber den hier. Achso, nee, der ist bei der anderen dran. Ah, nee, dann ist es ganz gut. Warte mal. Bei der M sonst was? Wir haben hier bei der gar nichts dran. Keinen Schalldämpfer? Echt nicht? Wieso das denn? Naja, egal. Egal. So, vertikaler Griff, genau. Ändert nichts. Warum ändert das denn nichts mehr? Sorry, stell dich nicht. So, was haben wir? Schnellwechselmagazin. Aha. Machen wir das dran. Das wird schlechter. Oh, dann lassen wir das doch schnell. Na, guck mal, Feuergeschwindigkeit und Nachladetempo 10%. Ist natürlich echt nicht schlecht. Gerade Nachladetempo bei denen hier. So. Das sieht ja cool aus. Optimale. Ja, das macht's auch besser, ne? Wenn wir das hier sehen, das ist noch besser. Reflexvisier, optimale Reichweite 9%. Und Kopfschuss schon. Ja, das ist egal, das ist nicht so wild. Genau. Das ist schade, nur wenn man da sich auf dieser, also wenn man hier diese Uplay Points hat, dann kriegt man sowas, das finde ich echt sehr ätzend. So, mal kurz gucken. Aber hier haben wir was drin. Das kann ich ja dann auch hier raufsetzen, ne? Jo, dann haben wir da auch so eins drauf, so. Egal, an der Stelle. Habe ich hier irgendwelche Mods? So, ne. Ja, komm, das können wir hier nehmen. Das ist in Ordnung. Die andere, die verwenden wir nicht mehr. Die verkaufen wir jetzt auch. Hey, sehen Sie sich das an? Ja, schreib mich nicht an, Mann, ey. Zicke.
Solche Geschäfte so, gefallen mir. Werden wir noch mal kurz was basteln? Wir haben noch 32.000. Ich frage mich, wo die 32.000 aufbewahrt.